Also liebe Preisträgerinnen, liebe Preisträger, liebe Gäste der Preisträgerinnen und Preisträger, lieber Herr Brender, liebe Mitglieder der Preisjury, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Auch ich darf Sie ganz herzlich, euch ganz herzlich zur Verleihung des Otto-Brenner-Preises für kritischen Journalismus 2012 begrüßen. Ich freue mich, dass unsere Ausschreibung und die heutige Preisverleihung wieder auf ein sehr großes Interesse gestoßen ist. Vielleicht haben Sie auch die Berichterstattung um den Deutschen Fernsehpreis und den Hans-Joachim Friedrich-Preis mitbekommen. Als bestes Informationsformat wurde ausgerechnet Spiegel TV auserkoren. Stern TV auserkoren. Stern TV ist sicher ein gut gemachtes und geschickt vermarktetes Boulevardmagazin, keine Frage. Wenn aber ein renommierter Fernsehpreis ein Boulevardmagazin als bestes Informationsmagazin auszeichnet, dann zeigt dies in meinen Augen, dass der Boulevard inzwischen schon auch die Informationsauswahl prägt. Und diese Entwicklung als fatale Auswirkungen für die Art, wie Journalismus gemacht und wie die Relevanz von Themen heute gewichtet werden. Wir sind Zeugen einer, ich will Richard von Weizsäcker zitieren, eine Umkehr der Wichtigkeit in den Medien. Davor hatte Weizsäcker schon vor Jahren gewarnt. Es wurde beim Fernsehpreis auch ein Publikumspreis für das beste TV-Morgenmagazin ausgelobt. Ehrlicher wäre gewesen, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ehrlicher wäre gewesen, einen Fernsehpreis zu vergeben für das Morgenmagazin, das in seiner Sendung die erfolgreichste Eigen-PR betreibt. Journalismus ist heute leider oft nicht viel mehr als die Kommentierung von Marketing. Journalismus liefert sich damit auch dem Marketing aus. Die ist offenbar lieber und kaum einer merkt es, niemand scheint es zu stören, auch die Medienkritiker nicht. Sie sind offenbar lieber mit dem mobilen Mobiliar der neuen Wetten-Das-Schau beschäftigt. Wenn die Überlänge der neuen Show oder die Lichtgestaltung in der Halle in den Mittelpunkt der Medienkritik rücken, dann stimmen weder die Proportion noch die Gewichtung von wichtig und unwichtig. Und so frage ich weiter, wo war die qualifizierte Medienkritik bei der diesjährigen Vergabe des Hans-Joachim Friedrich-Preises? Damit ich nicht missverstanden werde. Auch für mich ist es keine Frage, dass der Moderator der Heute-Show seine Sache gut macht, sehr gut sogar, und die kurzweilige Sendung zu Recht viele Zuschauer hat. Sicher hat er auch Auszeichnungen verdient, aber muss eine Satire-Sendung mit einem Informationspreis belobt werden? Verehrte Gäste, unser Otto-Brenner-Preis verfolgt eine andere Perspektive und Philosophie. Auch in diesem Jahr hat die Jury festgestellt, es gibt kritischen Journalismus, originelle Recherchen und gute Dokumentationen. Das kritische Nachfragen, das hartnäckige Dranbleiben, das tiefe Schürfen, all das gibt es nach wie vor, verehrte Gäste. Aber festzustellen ist auch, dass diese Art Qualitätsjournalismus gerne in Nischen versteckt und manchmal auch nur zur Garnitur für den Mainstream missbraucht wird. Wir, die Jury des Otto-Brenner-Preises, haben uns bemüht, anstrengende Recherchen und eigenwillige Handschriften aus den über 560 Bewerbungen herauszufiltern. Wir sind fündig geworden und freuen uns, Ihnen heute einige motivierende Fallbeispiele für exzellenten kritischen Journalismus präsentieren zu können. Es ist mir jetzt eine große Freude, Ihnen die Mitglieder der Jury vorstellen zu können.
und muss gleich mit einer Entschuldigung beginnen. Professor Brandl musste gestern kurzfristig absagen und wir bitten, sein Fehlen heute zu entschuldigen. Liebe Frau Mikisch, herzlich willkommen und erst recht herzlichen Dank für Ihre engagierte Mitarbeit in der Brenner-Jury. Viele von uns, liebe Frau Mikisch, werden Sie als langjährige Frontfrau von Monitor auf dem Bildschirm vermissen. Wir wünschen Ihnen als Inlandschefin des WDR-Fernsehens viel Erfolg und gutes Gelingen beim Aufbau des Rechercheteams. Und wir freuen uns natürlich auch, dass Sie heute wieder elegant und mit Elan uns durch die Preisverleihung führen. Lieber Herr Schumann, auch Sie möchte ich ganz herzlich willkommen heißen. Vielen Dank, dass Sie Ihre journalistische Kompetenz einbringen und mit großer Erfahrung an der Auswahl der Preisträgerinnen und Preisträger mitwirken. Und, das erlaube ich mir schon, auch wenn das Ganze vom Klassenfeind ausgeht, ganz herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Preis. Mit Dummheit Geld machen, so lautet Ihr Beitrag im Tagesspiegel, für den Sie soeben mit dem Ernst-Schneider-Preis ausgezeichnet worden sind. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben das verdient, Herr Schumann. Lieber Herr Professor Lilienthal, ich darf auch Sie ganz herzlich willkommen heißen. Wir sind sehr froh, dass Sie als Professor für die Praxis des Qualitätsjournalismus in unserer Jury mitarbeiten. Ich danke Ihnen auch stellvertretend für die anderen Jurymitglieder für Ihr besonderes Engagement bei der Vorbereitung der Jury-Sitzung. Das ist viel Arbeit und wir sagen ein herzliches Dankeschön für diese Arbeit, Herr Lilienthal. Lieber Professor Thomas Leif, eigentlich ist es überflüssig, wenn ich Sie bei der Otto Brenner Stiftung begrüße. Herzlich willkommen dennoch, Sie sind uns immer ein guter Ratgeber gewesen. Und ich möchte Ihnen auch dafür Dank sagen, dass Sie sich von Anfang an stark gemacht haben für unseren Preis und dass Sie trotz vielfältiger anderer Verpflichtungen bei diesem ehrenamtlichen Engagement geblieben sind und uns nach wie vor massiv unterstützen. Dankeschön. Verehrte Gäste, Höhepunkt der jährlichen Ausschreibung ist unsere heutige Preisverleihung. Und ich freue mich, dass auch wieder zahlreiche Medienvertreter von Redaktionen und Sendern gekommen sind, die heute keinen Preis erhalten. Aus München ist, wie schon letztes Jahr, die Kompaktklasse der Deutschen Journalistenschule angereist. Ich darf den Leiter der Deutschen Journalistenschule, Herrn Jörg Satrozinski, und den aktuellen Münchner Jahrgang herzlich in unserer Mitte begrüßen. Einige von Ihnen wissen ja, dass die IG Metall in Berlin, erlauben Sie mir diesen Euphemismus, ein sehr schönes Bildungszentrum hat. Hier findet zurzeit das Seminar Tägliche Kommunikation, Herausforderungen für Betriebsräte statt. Und ich möchte Sie bitten, mit mir die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieses Kurses mit unserem Leiter des Bildungszentrums Udo Schmode an der Spitze herzlich begrüßen und die Kolleginnen und Kollegen recht herzlich willkommen heißen. Und sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, es freut mich ganz besonders, den heutigen Festredner begrüßen zu können. Lieber Herr Nikolaus Brender, herzlich willkommen bei der Otto Brenner Stiftung. Nikolaus Brender, die meisten wissen das ja, war in führenden Funktionen, insbesondere für das öffentlich-rechtliche Fernsehen, tätig. Die Umstände der Nichtverlängerung seines Vertrages als ZDF-Chefredakteur war wochenlang Gegenstand heftiger Auseinandersetzungen
Ich habe den Eindruck, sie sind bis heute nicht völlig ausgestanden. Und ich danke Ihnen, lieber Herr Brender, dass Sie unsere Anfrage, die diesjährige Festrede zu halten, ohne Zögern positiv entschieden haben. Sie sprechen ja gleich zum Thema Hochfrequenzjournalismus. Und ich räume gern ein, dass mir dieser Begriff bis dato nicht geläufig war. Umso neugieriger bin wahrscheinlich nicht nur ich, sondern wir alle auf Ihre Ausführungen zu der Frage, ob die Medien an der Wirklichkeit vorbei zu rasen drohen. Schon 2011, verehrte Gäste, habe ich hier in die Zusammensetzung der Gremien im öffentlich-rechtlichen Rundfunk kritisch angesprochen. Vermutlich im nächsten Jahr wird das Bundesverfassungsgericht seine Entscheidung über die Zusammensetzung der ZDF-Gremien verkünden. In wenigen Wochen erscheint eine Studie der Otto-Brenner-Stiftung, die die Qualität der gegenwärtigen Gremienarbeit untersucht, Probleme versucht zu identifizieren und differenziert Änderungsbedarfe auflistet. Ich will den Ergebnissen, über die sicher zu diskutieren sein wird, nicht vorgreifen. Aber ich will schon jetzt auf einige Punkte kurz hinweisen, die mir jedenfalls wichtig erscheinen. Erstens, die Kontrollgremien sollten nicht in Gänze in Frage gestellt werden, wie das beispielsweise einige Printmedien tun, sondern es geht um die Optimierung ihrer Arbeit, es geht um eine Professionalisierung der Strukturen und um ein neues Leitbild, das für mehr Transparenz und Öffentlichkeit dieser Gremien steht. Rundfunkräte tragen Verantwortung. Ihre Bedeutung wird künftig eher noch wachsen. Und wenn Sie Ihre Aufgaben gut wahrnehmen, sind Sie eine wichtige Säule der Legitimation und Glaubwürdigkeit des öffentlich-rechtlichen Systems. Wer den öffentlich-rechtlichen Rundfunk stärken und seine Qualität durch engagierte Kontrolle sichern will, muss die Arbeit seiner Gremien professionalisieren. Zweitens. Die Realität sieht offensichtlich so aus, dass viele Mitglieder ihre Aufgaben und ihren Auftrag nur unzureichend wahrnehmen. Allzu oft sind sie zu nahe dran an den Senderinteressen und schauen nur in die Richtung des Senders. Und statt Einzelinteressen im Blick zu haben, müssen sich aus meiner Sicht die Gremienmitglieder als verlängerter Arm der Gesellschaft verstehen. Aus dieser Position heraus können Sie selbstbewusst gegenüber Sendervertretern auftreten und die Ergebnisse Ihrer Arbeit zurück in die Gesellschaft spiegeln. Drittens, die entsendenden Organisationen, zu denen auch und im Übrigen DGB-Gewerkschaften gehören, müssen die Gremienarbeit ernster nehmen. Ein Sitz in einem Rundfunk oder einem Fernsehrat ist eine gesellschaftspolitisch relevante Aufgabe, die nur übernehmen sollte, wer auch in jeder Hinsicht gewachsen ist. Aber auch die Sender müssen ihre Gremien ernster nehmen. Oft fehlen den Gremien die finanziellen, personellen und organisatorischen Mittel, um ihre Kontrollfunktion wirklich unabhängig wahrnehmen zu können. Viertens, der Einfluss der Parteien und staatlicher Vertreter in den Gremien ist nach wie vor zu groß, direkt wie indirekt. Dass das auf jeden Fall auf das ZDF zutrifft, hat unser heutiger Festredner Nikolaus Brender hautnah und leidvoll erfahren. Und das erleben wir gerade in der sogenannten Anrufaffäre. Dass ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk und ein Staatsfernsehen zwei ganz unterschiedliche Sachen sind, scheint sich offensichtlich noch nicht in die letzten Reihen der CSU oder in die ersten Reihen der CSU herumgesprochen zu haben. Fünftens.
Rundfunkräte betreiben vorwiegend Politik hinter verschlossenen Türen. Gremien, das ist meine Überzeugung, brauchen aber Öffentlichkeit und die Öffentlichkeit braucht Einblick in die Tätigkeit der Gremien. Protokolle gehören also nicht in den Giftschrank, sondern ins Netz, damit interessierte Bürgerinnen und Bürger erfolgte oder auch unterlassene Kontrolle überprüfen können. Zuschauer, die die Sender teilfinanzieren, haben Anspruch darauf zu wissen, was mit ihrem Geld passiert. Liebe Gäste, wenn berechtigte Zuschauerkritik, engagierte Medienkritik und professionelle Gremienarbeit zusammenfinden, dann sind gewiss Erfolge möglich. Weil die Talkshow-Flut bei der ARD gute Dokumentation verdrängt, wichtige Innovationen verhindert und falsche Akzente gesetzt hat, soll jetzt, wie im gestrigen Spiegel zu lesen war, eine Reform auf den Weg gebracht werden. Über kurz oder lang wird es hoffentlich nicht nur weniger, sondern auch wieder bessere Talkrunden geben. Die Otto-Brenner-Stiftung hat mit ihrer Talkshow-Studie eine kritische Vorlage geliefert, die von der Medienkritik aufgegriffen und von Gremienvertretern auf die Tagesordnung gesetzt worden ist. Und wenn die Mitglieder der Gremien bereit sind, im Zweifelsfall auch einem Konflikt nicht aus dem Weg zu gehen, können sie etwas bewegen. Und Aufgaben, auch konfliktreiche, gibt es ja genug. Ich will nur drei nennen. Dem öffentlich-rechtlichen System droht eine unterhaltungsorientierte Programmverflachung, noch weniger Information und noch mehr Seichtes. Weiter, es drohen Fehlsteuerungen im Programmangebot, wenn man sich fast besinnungslos dem Quotendiktat unterwirft. Kürzlich war gar zu lesen, dass Thomas Gottschalk mit der ARD über eine Art Castingshow verhandelt. Allen Gremienmitgliedern, aber nicht nur denen, sei die Lektüre von Hohle Idole, jetzt hätte ich fast Falsches gesagt, das sage ich jetzt nicht, ich habe also was Falsches gesagt, der Titel heißt Hohle Idole, der neuen OBS-Studie über Bohlen, Klum und Katzenberger empfohlen. Diese Protagonisten stehen natürlich für ein Format, das meines Erachtens im öffentlich-rechtlichen System keinen Sendeplatz bekommen sollte. Zusammengefasst und abschließend will ich sagen, ich wünsche mir selbstbewusste Kontrolleure, starke Gremien und eine engagierte Medienkritik, die nicht erst dann eingreift, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Ich danke Ihnen, liebe Gäste, liebe Preisträger, für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche uns eine gelungene Preisverleihung und einen schönen Abend. Und jetzt, lieber Herr Brender, haben Sie das Wort. Wir freuen uns auf Ihre Rede. Vielen Dank.